Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Deal with der Player Review Serie hier auf dem Kanal. Heute geht es weiter mit dem nächsten Spieler, den wir genau unter die Lupe nehmen wollen. Und es ist eine richtig geile Informkarte. Und das Beste daran ist, ich habe sie, obwohl ich sie mir wahrscheinlich momentan nicht leisten könnte, einfach mal gezogen. Was natürlich richtig, richtig geil ist, weil ich den Spieler mit seiner Non-Inform-Variante, seiner geupgradeten Variante sowieso in ein Team einbauen wollte. Wenn das Ganze euch heute gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da ist eine großartige Unterstützung, würde ich mich riesig drüber freuen. Links in der Videobeschreibung zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten, wie beispielsweise Instagram, was ihr auf jeden Fall auschecken solltet. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es findet, dass ich diesen Spieler gezogen habe und ihr irgendwelchen Inform gezogen habt. Diese Woche, das Team of the Week ist ja gar nicht mal so schlecht. Und ich denke mal, wenn ihr durch diese Gratis-Sets, die zum 7th Anniversary of Foot verteilt werden, irgendwie ein paar Packs öffnen konntet, dann könnte man auch Glück gehabt haben, so wie ich in diesem speziellen Fall. Ihr seht bei dem Titel und Thumbnail, welchen Spieler es heute geht. Es geht um Hatem Ben Arfa, den ehemaligen Star von Newcastle United, mittlerweile angekommen beim OGC Nice, also Nizza, in der französischen Ligue 1. Und der Junge ist richtig am Aufblühen bei diesem Verein. Bisher hat er, ich weiß gar nicht, was für Leistungsdaten, die gucke ich mir gleich nochmal an, 82 Tempo, 86 Shooting, 90 Dribbling, 80 Physis, 84 Passen, mittelgeringe Arbeitsraten, 5-Star-Skills. Ihr seht, Erstbesitzer, richtig, richtig geil. Ich kann absolut nichts dagegen sagen. Die Karte sieht unglaublich gut aus und ich hoffe, dass ich in diesem Team richtig gut spielen wird. Ich bin froh, dass ich ihn gezogen habe. Ich habe mir normalerweise die 9-Variante gekauft, den geupgradeten, der ja auch 10er ist. Aber diese Karte ist natürlich nochmal ein Stückchen besser und dementsprechend umso geiler zu reviewen. Wir spielen in dem folgenden Team. Wir haben hier einmal Hamouma, dann El Charavi auf den Außenpositionen, dann Marquise und Pastore dahinter. Auf links außen haben wir Antonelli, rechts außen Zabaleta und in der Mitte Biglia, Musacho, Fazio und nicht zu vergessen Sergio Asenio, den Keeper von Villa Real. Sieht ziemlich stark aus, dieses No Links Wasted Team, wie immer. Und ich würde sagen, wir starten rein in ein Spiel mit Hatem Ben Arfa. Ich suche einen Gegner und wir schauen uns an, wen wir da zerstören dürfen. Der Capitano ist bereit und wir treffen auf folgenden Gegner. Übrigens Real Ingame Face, was natürlich sehr, sehr schön ist bei Ben Arfa. Es ist ein Silberteam, McGregor im Tor, davor Spieler, die ich nicht kenne. Auf links Traoré, dann haben wir vorne drin Aluku, Hoylett und McCleary. Im Mittelfeld kenne ich auch nicht, aber der auf der rechten Seite sagt mir irgendwas von Nottingham Forest. Bin mir nicht ganz sicher. Ben Arfa, um nochmal darauf zurückzukommen, unglaublich geniale Karte, haben wir ja schon gesehen. Die App-Rating, klasse, 82 Antritt, 88 Agilität, 85 Ballons, 83 Finishing, 88 Longshots, 90 Schusskraft. Dazu mit 1,78, 86 Jumping, 82 Stärke und 78 Kopfball, 84 Flanken, 86 Übersicht. Was willst du eigentlich mehr? Das ist eine absolut geniale Karte. Dazu noch 87 Elfmeter, 86 Effet. Besser geht's eigentlich gar nicht. Bisher hat er in der Liga in 27 Spielen 12 Tore und 4 Vorlagen gemacht. Ist damit einer der besten Torschützen der Liga, die ja von Ibrahimovic und Cavani zu Beliebe dominiert wird. Der Kollege ist übrigens, wie gesagt, mal bei Newcastle gewesen, meinem lieblingsenglischen Verein. Allerdings hat der ja immer sein Talent nicht so wirklich zeigen können und ist dementsprechend irgendwann vereinslos geworden. Ist es dann beziehungsweise das war ursprünglich so geplant, dass er zu, ich weiß gar nicht wem, wechselt, was zu Hamburg, ich bin mir nicht sicher, oder zu irgendeinem französischen Verein. Allerdings hat er in Newcastles zweiter Mannschaft bereits Spiele gemacht, dementsprechend durfte er nicht mehr als Profi agieren und ist dann irgendwann doch noch wieder in den Profifußball reingerutscht. Ich glaube, das war sogar beim gleichen Verein, bei Nizza und oder bei Hull City. Hull City, da war auf jeden Fall auch mal irgendwann. Und ja, mittlerweile, Gott sei Dank, ist sein Talent wieder aufgeblüht und er zeigt, was er kann. Ich wünschte mir, er würde zu Newcastle zurückkehren, den könnte man auch echt gut gebrauchen, aber leider Gottes wird das wohl nicht passieren und dementsprechend müssen wir uns jetzt mit der Nizza-Variante hier begnügen. Ich kommentiere hier schon die ganze Zeit nebenher, aber das ist gar nicht mal so schlimm. Hamburg war übrigens auch mal interessiert an dem, wollte ich mal gesagt haben. Ich mag es überhaupt nicht, gegen Silberteams zu spielen und ich weiß nicht, ob das der passende Beweis dafür ist, aber das geht schon mal alles andere als gut los. Cyrus Christie, der Rechtsverteidiger von Derby County, macht hier das 1-0. Ziemlich beschissen. Er spielt aber bei Derby County, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ganz schlechter Start. Gegen Silberteams, es ist immer krass, weil das Momentum halt wirklich starke Silberspieler werden zu absoluten Tieren, wenn sie gegen Goldteams spielen. Ja, von daher ein bisschen beschissen. Das war wieder ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. McCleary mit dem Lupfer. Oh, Gott sei Dank geht er rüber. Klasse gemacht von Ben Arfa, aber dem 16er dann so ein bisschen die Kontrolle verloren. 23 Meter, perfekte Position für ein... Was war das denn? Also ich weiß nicht, ob er irgendwie scheiß Präzision hat, Freischusspräzision. Aber selbst, nee, 79, aber selbst das erklärt ja das absolut überhaupt nicht. Das war ja total scheiße. Beweisführung abgelehnt. Es ist gegen Silberteams echt, es ist krass. Also wie viel stärker die plötzlich sind, wenn die gegen Goldspieler spielen.
Das, okay, Facio ist natürlich auch ganz, ganz schwach hier mit seiner unglaublich nicht vorhandenen Agilität, aber ganz ehrlich, das würde normalerweise niemals so funktionieren mit Aluko. Stark gemacht, Ben Arfa auf Bilia und da ist der Anschlusstreffer durch unseren argentinischen Sechser. Wunderbar vorher gemacht von Ben Arfa mit dem Magidi-Spin und dem Scoop-Turn und dann direkt in den Lauf vom Kapitän von Lazio. Ich bin mir gar nicht sicher, auf jeden Fall Anschlusstreffer. Ah, ganz stark von Ben Arfa, aber dann darf er leider Gottes nicht weitermachen, das wäre so gut gewesen. In der Situation Antonelli mit dem Freistoß, da kommt keiner ran, Pastore nochmal, Pastore, 2-2 durch unseren argentinischen anderen zentralen Mittelfeldspieler. Diesmal war Ben Arfa nicht wirklich beteiligt, stand da zwar im 16er, aber hatte damit jetzt nicht wirklich was zu tun. Wobei, zieht er vielleicht einen Spieler auf sich? Nee, nicht wirklich. Egal, Ausgleich. Oh, da ist wieder Ben Arfa, der Lupfer vielleicht. Ja, der dreht sich gut, aber über die Latte. Er hat übrigens ein Tor und eine Vorlage gemacht, um seinen Inform zu bekommen. Dementsprechend müssen wir jetzt noch eine Bude machen, dann haben wir schon erreicht, was wir wollen. Das ist so stark hier gerade. Ah, schade. Gute Parade von Asenjo. Das war ein Abschluss, der wieder sehr gefährlich war. Auch wenn er wieder mit ordentlich Speed durchgegangen ist. El Shaarawy nicht im Abseits. Pastore. Und das ist das 2-3. War sweaty, war mir jetzt aber ehrlich gesagt gerade in der Situation egal. Denn ich glaube, El Shaarawy hätte den so nicht reingemacht. So, Pastore Doppelpack. Bisher hat Ben Arfa noch nicht getroffen. Das muss auf jeden Fall noch kommen. Aber 0-2 gedreht. Das ist natürlich gut. Das war wieder eine klasse Parade von Asenjo. Das ist unglaublich, was der für Chancen hat teilweise. Vor allem, wie billig die Chancen erspielt sind. Klasse Einsatz von Marquisio, kann man nichts gegen sagen. Jetzt der Seitenwechsel, der nicht funktioniert. Ja, aber der Ball kommt zu Ben Arfa. Vielleicht Hamouma? Nee. Wieder Asenjo und wieder so ein ganz, ganz glückliches Ding, das normalerweise so niemals zustande kommen darf. Nein, jetzt gelingt mir gerade nichts mehr. Ah. Ich verstehe nicht, warum sowas als Foul gewertet wird. In meinen Augen ist das kein Foul, sondern einfach dumm vom Gegner da reinzulaufen. Und ich wusste, dass er das spielen würde. Oh, wieder Asenjo. Weltklasse einfach nur, was der hält. Nein, bitte nicht. Oh Gott sei Dank. Also das ist keine Frage, der Sieg oder beziehungsweise die Führung ist nicht sonderlich verdient. Ja, gerade weil mir einfach in der ersten Halbzeit ist mir noch echt viel gelungen. Mittlerweile gelingt mir gerade offensiv absolut gar nichts mehr. Aber hinten steht es halt einfach bisher. Also Asenjo unglaublich stark und die Defensive unglaublich schwach. Nächste Chance für Coke. Ah, diesmal ist er drin. Scheiße! So, das darf dir nicht passieren. Szenen auch symptomatisch. Erst komme ich mit El Shaarawy nicht zum Abschluss und dann wird Biglia da irgendwie, blockt sich irgendwie selber weg, so halb. Ganz, ganz bittere Szene. So, El Shaarawy nochmal. Ben Arfa geht doch in die Mitte. Du bist Stürmer, Mittelstürmer. Er muss es alleine machen und das ist scheiße, weil ich nicht zum Abschluss komme, beziehungsweise es ganz schlecht mache. Geht in eine Verlängerung. Hätte nicht sein müssen. Ben Arfa ganz, ganz stark. Magidi-Spin. El Shaarawy kommt irgendwie an den Ball und in der Mitte ist niemand. Okay, es ist natürlich auch Ben Arfas Position, ne? Aber trotzdem, dass da niemand hingeht, ist doof. Ich merke, dass Ben Arfa eine richtig geile Karte ist. Eine richtig, richtig starke. Aber gegen dieses Team und diesen Gegner funktioniert es halt einfach bei mir allgemein spielerisch null. Von daher ist es auch nicht so... Kann nicht so viel zeigen, beziehungsweise nicht so viel präsentieren, dass der wirklich eine geile Karte ist.
So, Marquisio jetzt, Ben Arfa und jetzt raus. Wunderbar gespielt auf Bilia. Der ist nicht schnell genug, aber El Shaarawy kommt da. So, auch nicht perfekt mitgenommen den Ball, aber auf rechts gelegt. Die Flanke, Ben Arfa und da ist er und da macht er sein Tor. Da ist genau das, was ich haben wollte. Kopfball von Khatem Ben Arfa. Und wir führen mit 3:4 nach 110 Minuten. Gerade angesprochen, es läuft nicht so. Dann kommt die Flanke von El Shaarawy und dann kommt der Kopfball gegen irgendeinen Innenverteidiger. Und genau das ist das Geile. 86 Jumping auf einer 1,78 großen Karte reicht halt aus, um Kopfball zu gewinnen. Falcao war auch schon so kopfballstark. In FIFA ist das nicht mehr. Kann ich bestätigen, weil ich mit ihm gespielt habe. Aber Ben Arfa ist. Jayden ist auch nicht mehr fit. Aber dann kommt der Ball auf El Shaarawy und nicht auf Ben Arfa. Aber noch ist die Szene nicht vorbei. Jetzt ist es vorbei. Nein, Antonelli, warum machst du diesen dämlichen Schritt? Oh Gott sei Dank. Schön mit dem Außenelastiko. Ah, ein Stückchen weiter gehen. Warum bin ich so blöd und hau da schon drauf? Oh, da war die Position jetzt schon deutlich besser. Der Schuss auch schön. Jetzt kommt noch ein bisschen mehr rein, jetzt wo das Spiel gleich vorbei ist. Ah, fast nochmal einen aufgelegt. Ist vorbei. Wunderbar, gut. Wir gewinnen diese Partie mit 3:4, haben uns das Ganze schwerer gemacht, als es eigentlich hätte sein müssen. Ben Arfa aber mit einer glanzvollen Vorstellung hat im Endeffekt eine Vorlage gemacht, hat dazu natürlich nicht zu vergessen auch ein Tor selber gemacht, hat den Freischuss rausgeholt, der zum 2:2 geführt hat und ja, lief auf jeden Fall, würde ich sagen. Das war's von dieser Episode. 8,4er Bewertung für unseren Shooting Star. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt mir eure Meinung zu Ben Arfa und seiner Entwicklung in die Kommentare und natürlich, ob ihr irgendeinen Inform gezogen habt, diese Woche. Wir sehen uns dann bei der nächsten Episode von Deal With wieder. Das ist dann beim nächsten Team of the Week. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag und einen wunderschönen Start in die Woche. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.